Servus zusammen, ich bin Sigi Eichhorn und in dem Video richte ich mich an euch, die Video-Content-Creator. Denn von euch bekomme ich ab und zu Fragen, wie komme ich an neue Kundenaufträge heran? Ja, und die Sache ist eigentlich sehr, sehr einfach, finde ich zumindest. Man muss Content kreieren und nicht Content konsumieren. Ja? Das heißt, hochwertigen Content raushauen per Instagram, per YouTube, per TikTok, wie ihr auch wollt, nutzt alle Kanäle, die ihr habt, zeigt der Welt da draußen, was ihr macht. Und jetzt begleitet mich mal einfach bei einem kreativen Schaffensprozess bei einem, ja, sagen wir mal 30 Sekunden oder 60 Sekunden Videoclip. Schaut mal her, diese Box, die liegt bei uns zu Hause immer zu rum. Ich stolper da jeden Tag drüber. Und das ist eine Tony-Box. Die Älteren von euch kennen diese Box, denn die sind in der Lage, ein Hörspiel abzuspielen, sobald man hier so eine Tony-Figur oben drauf stellt. Und der Hersteller hat bestimmt 50 oder 100 von diesen Figuren. Ja, die stellt man einfach drauf und dann startet das Hörspiel. Ich habe mich vorhin auf der Webseite mal umgeguckt, was für Videos haben denn die auf der Webseite. Und die sind zwar nett und schön, aber ich habe da eine Idee, diese Tony-Box oder die Figuren ganz, ganz anders in Szene zu setzen, was das Ganze vielleicht interessanter macht. Und so durch so einen Style und durch so ein Video glaube ich, dass man auf sich aufmerksam machen kann. Es gibt ja tausend verschiedene Möglichkeiten, kreativ zu sein. Wichtig ist nur, dass man was kreiert. Und ich zeige euch jetzt mal, wie ich einen kleinen Clip produziere, in dem diese Tony-Figuren und die Box cool zur Geltung kommen. Ich habe jetzt alle Figuren meiner Tochter, die ich zu Hause rumfliegen habe sehen, zusammengesammelt und habe die mal hier in einer Reihe aufgebaut. Das heißt, ich habe hier einen Tunnel gebildet, um jetzt hier mit einer Makrolinse eine Kamerafahrt durchzumachen. Ich habe dafür eine ganz, ganz spezielle Makrolinse und zwar ist es die Laowa Probe Lens. Das ist ein Weitwinkel-Makro und damit kann man unheimlich interessante Kamerafahrten anstellen. Und das soll jetzt hier der erste Shot sein. Und so zum Shot überlege ich mir jetzt auch gerade, dass der wahrscheinlich besser kommt, wenn die Linse auf dem Kameraschlitten von hinten nach vorne durchfährt, weil dann der Zuschauer einfach gespannt ist, was kommt noch. So, und eins müsst ihr auch noch wissen, wenn ihr zum Beispiel auch so eine Linse habt oder euch die ausleiht mal für einen Tag, um solche Shots zu machen, braucht ihr extrem viel Licht, weil die Linse geht los bei Blende 14. So, jetzt passt mal auf, ich bin jetzt hier auf 120 Frames pro Sekunde und eine Belichtungszeit von 1/200 habe ich gewählt. Und ihr seht, dass man einfach nichts sieht. Ich muss jetzt hier mit der ISO extrem nach oben gehen, dass man überhaupt was erkennt. Ich bin jetzt hier schon auf ISO 2000, höher will ich jetzt auch nicht gehen. Und dass man hier jetzt überhaupt was erkennt auf einer 14er Blende, muss man hier ein Licht anschalten. Deswegen habe ich jetzt hier eine Softbox aufgestellt und mache die mal an auf 100%. Das ist eine 300 Watt Lampe. So, dann fahren wir die mal runter, dass es richtig hell wird. Und jetzt sorge ich hier nochmal für einen schönen Hintergrund. Und macht es einfach so. Das reicht völlig aus. Das Licht fällt schön auf die Figuren. Was jetzt hier unheimlich wichtig ist, dass man die Schärfe auch exakt einstellt. Die Schärfe stellt man hier manuell an dem Ring hier ein. Und hier ist super wichtig, dass die wirklich scharf ist. Diese interessanten Kamerafahrten kann man auch nur machen mit so einem Slider. Ja, man kann echt vergessen, also mit der Hand die Kamera so ruhig auf diese Figuren hinzubewegen, funktioniert nicht. Man braucht tatsächlich einen motorisierten Slider. Da ist man auf der sicheren Seite und kann was Cooles zaubern. So, die Schärfe habe ich jetzt aufs Einhorn gezogen. Und jetzt starte ich die Kamera. Und jetzt macht die Kamera diesen richtig geilen Look und zieht vom Einhorn nach hinten. Jetzt sieht man diese Figuren in Gänze. Wow, das wäre jetzt der erste Teil der Arbeit. Also es funktioniert nur mit dem Slider und mit diesem Makroobjektiv. Wow, schaut schon echt gut aus. Sau gut. Kamera stoppt schön. Alle Tiere sind zu sehen. Der nächste Shot wird die eigentliche Tony-Box sein. Die Kamera bewegt sich ja bei der ersten Kamerafahrt nach hinten. Ich habe jetzt die Idee, dass ich da auch anschließe und lasse die Kamera hier von der Tony-Figur auch ebenfalls nach hinten fahren, weil es käme echt komisch, wenn ihr eine Fahrt nach hinten habt und dann gleich wieder eine nach vorne, das sieht blöd aus. Deswegen zwei Fahrten nach hinten, das ist dann cool. Jetzt suche ich mir noch eine tolle Figur aus, die sich hier ein bisschen abhebt. Vielleicht nehme ich einfach die und setze die hier so drauf.
Ich habe jetzt den Drehteller hier mal auch aufgebaut und möchte jetzt nochmal einen Shot machen, in dem sich die Figur einmal rumdreht. Jetzt lasse ich den Slider ganz, ganz langsam nach hinten fahren. Und werde jetzt dann gleich die Prinzessin oben drauf stellen. Und wenn der Slider oben angekommen ist, ziehe ich den Stecker, damit der Drehteller auch schön steht. Das mache ich jetzt gleich. Und zwar jetzt. Ich hoffe, dass es was geworden ist. Ich hoffe es ganz, ganz sehr. Solche Videos funktionieren ja nicht nur über das Sehen, sondern auch über das Hören. Und so suche ich mir jetzt auch für den Clip noch eine passende Hintergrundmusik raus und werde mir noch zahlreiche kleine Hörspielschnipsel rauspicken und die über diese Kameraslider-Fahrt legen. So bin ich dann ganz happy mit meinem Video. Jetzt schaut euch das Ergebnis an und ich freue mich natürlich, wenn ich euch inspirieren konnte, Ähnliches zu tun oder ganz neue Sichtweisen euch zu eröffnen, wie man Content schaffen kann, um auf Unternehmen, auf externe Unternehmen aufmerksam zu machen. Bye bye, euer Sigi und bis zum nächsten Video. Es begann eigentlich alles an dem Tag. Nicht weit vom Schloss entfernt, am Rande. Die Maus spazierte im Wald. Los, Amadeus, bis zum Weg. An einem Morgen kletterten er und Mufasa zu der... Oh ja, ich bin so krank. Der beste Freund des kleinen Feuerdrachen Kokosnuss ist Oscar. Die Prärie hat sich schon in einen Sumpf verwandelt. Ich hab satt im Tipi zu rocken. Ganz weit, hoch oben im Norden. Heute erzähle ich euch eine Geschichte, die man sich in... So geschieht es. Das Schloss wird zu einer Festung. Laura drehte sich um und schaute, woher das kommt.